Aloha! Ja, du siehst deinen Augen richtig. Ich bin auf Hoth. Ich habe mich hier nochmal in diese eisige Wüste begeben. Mich regt diese Aufgabe auf. Und ich weiß, dass sie hier irgendwo ist, aber wo, das weiß ich immer noch nicht. Deswegen dachte ich, klicke ich hier mal drauf. Und ja, das war ja jetzt recht einfach. Und schon zeigt es mir das nämlich an, wo ich nämlich hin muss. Somit werde ich mich auf dem Banta schwingen. Ey, das ist echt so krass. Ich habe das die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt, komplett immer ignoriert, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und jetzt bin ich hier und kann mich der Schlacht widmen. Mit meinem süßen kleinen Doktörchen. Ich bin bereit. Und wie ich sehe, bin ich gar nicht alleine. Und schau mal, was der Typ da macht. Er schießt jetzt natürlich nicht mehr, aber er schoss jetzt am Ende die ganze Zeit auf mich. Ich hoffe, das ist keine einmalige Gelegenheit. Ah, Mist, das war schon. Doch nicht? Jetzt, zack. Weg mit ihm! Ach, ich hätte die gar nicht angreifen müssen, sehe ich gerade. Ich bin ja noch gar nicht an der Aufgabe dran. Und guck mal, der Typ daneben schießt auch die ganze Zeit auf mich. Bis auf den einen. Dann werde ich mich gleich mal um den kümmern. Und der andere schießt immer noch auf mich. Er hält sich immer noch an mich dran. Ist das nicht geil? Ich finde das sehr geil. Was manchmal, also ich denke und hoffe doch, dass es daran liegt. Was manchmal so kleine Veränderungen ausmachen. Ja, damit. So genau rein in den nächsten Kampf hatte ich eigentlich jetzt nicht vorgehabt, aber ich komme wohl scheinbar nicht rundherum.
Scheiße. Scheiße, ich zünd mal alles zur Not, weil ich nicht weiß, was ich sonst zünden soll. Nee, das kriege ich ohne Quinny nicht mehr hin. Das kann ich echt knicken. Fuck. Also ist diese Rota doch nicht so toll, wie ich eins dachte. Und tschüss, das war's. Ja, es ist halt eine H2+. Ich bin halt alleine. Und das sind halt Level 46er. Die sind jetzt halt auch nicht so weit von mir entfernt. Wieder zusammengeflickt. Das sind Level 60er, nee. Ich hatte gerade überlegt gehabt, ob ich mit denen so ein bisschen anbändel. Ah, oh, sorry, Level 60, das, nein. Dann lieber lege ich es nochmal mit denen an. Siehst du, und schon klappt das. Wobei es ja, glaube ich, meines Erachtens, ich kann ja noch mal in meinem schlauen Heft rumblättern. Es gab ja für mehrere Ziele, für Gruppen quasi, eine andere Rota. Das wäre die Schwertreflexion, erdrückender Schlag zerschlagen und durchschlagender Hieb. Wo ich jetzt aber nicht weiß, wo hier was ist, weil ich das alles nicht im Kopf habe. Durchschlagender Hieb ist das hier. Das kenne ich ja, den verwende ich ja doch relativ oft. Aber hier wie zum Beispiel Schwertreflexion, erdrückender Schlag war, glaube ich, ach nee, das war Zerschlagen. Ja, bringt nicht wirklich momentan viel. Gut, aber genug rumphilosophiert, weiter geht es. Gut, dann laufe ich halt rundherum. Da drin oder was? Ich würde gerne hier den hier zuerst nehmen. Das ging ja noch mal gut. Ja, Quinny, gleich bist du tot. Und er ist tot. Fuck, ey. Ja, ohne Quinny wird das nix. Scheiße, bin ich also doch für eine H2+ zu niedrig, zu mickrig? Das kann ja jetzt so nicht weitergehen. Ich überlege gerade, ob ich den Buddha kontaktiere.
ob er mir nicht kurz helfen könnte. Und das werde ich auch gleich mal vor Ort machen. Ich habe nämlich lustigerweise mit ihm vorher geschrieben gehabt, bevor ich angefangen habe. So, der macht jetzt natürlich erstmal alle Platz. Sehr schön. Ich werde ihm trotzdem gleich nochmal schreiben. So, ich habe ihm geschrieben. Die fahren ja ohne Buff rum. So, das war der Buddha, der hat gemeint, klar. Judy, also würde ich sagen, nee, da drinne vergreife ich mich nicht. Ich bleibe hier, warte auf den Buddha. Und ja, gut, dann wird das halt hier mal, sorry, 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 eine kurze Folge. Ich bedanke mich dennoch bei dir fürs Zuschauen und bis morgen, ne? Ciao, ciao.